Was zum... Warte mal, was? Hallo? Funktioniert das? Jetzt. What? Das habe ich davor noch nie gemacht. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Okay, hi, herzlich willkommen zurück zu Lego City Undercover, meine Freunde. Nein, wirst du nicht machen. Wir haben hier einiges zu tun. Heute ist Auburn dran. Und ja, mal schauen, was es hier so alles zu sammeln gibt. Ich habe schon mal auf der Map nachgeguckt. Hier in Auburn haben wir noch ziemlich viel zu tun. Da haben wir fast noch gar nichts eingesammelt. Das ist natürlich relativ interesting. Aber jetzt in jedem Part hier ein Gebiet, was wir untersuchen. Und Alter, das geht ganz schön weit. Hier bekommen wir einen roten Stein. Und das ist, da hat es genau gesagt, Verkleidungsherausforderungen. Okay. So, hier neben der Rufsäule können wir uns einmal hochschwingen. Mal schauen, wo uns das hinbringt. Vielleicht eine Fahrzeugentführung oder so. Wieder am Dach oben hatten wir ja letztes Mal auch ganz am Ende. Mal schauen, ob das so ist. Einmal hier einbrechen, okay. Ja, das sieht tatsächlich sehr verdächtig wieder nach so einem Fahrzeugdiebstahl aus. Schauen wir. Achso, nee, okay. Hier hören wir nur irgendwas ab. Hallo? Ja, irgendjemand hat sich gemeldet. Eine Verkleidung. Herr Paul Flanagan oder Flanagan hat sich bei uns gemeldet, ja. Den haben wir gerade mal abgehört. Sehr schön. Ah, oh, da sehe ich ja gleich noch was ich machen kann. Das ist auch wunderbar. Gleich mal hier die Blümchen gießen. Haben wir hier in der Umgebung noch was? Schauen wir gleich. 25 Blümchen haben wir auch schon. Das ist doch eigentlich ganz nett, ja. Wie sieht's hier aus? Nix, nee. So, nochmal hier hoch. Auf der anderen Seite habe ich noch gesehen, ist was. Falls ihr übrigens wissen wollt, ich schaue immer auch in anderen Videos nach und die Videos sind von Pack Attack. Der hat da ziemlich gute Guides. Und ja, den Dude schaue ich hier, damit ich alle Sachen finde, die ich halt nicht finde. Und da verwende ich seine Videos zu und die Videos sind echt gut. Also wenn ihr in Lego City Undercover irgendwas sucht, schaut seine Videos, der hat alles. Wirklich alles. Okay, jetzt müssen wir hier ein kleines Racecar bauen, schätze ich mal. Das sieht sehr verdächtig aus. Ja, so ist es. Wunderbar. Hello. Let's go. Oh, shit. Da haben wir gerade kurz ein bisschen Damage getaked. Na, komm, gib Gas. Nach oben da mit dir. Ja, alles klärchen. Ja, nein. Halt. Nein! Ich wollte nicht aufhören. Kann ich jetzt weitermachen noch? Ja, okay. Und hoch da. Nein, oh Mann. Oh, die Steuerung, ne? Die ist irgendwie umgekehrt, die Steuerung. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. What the hell? Also, wie dieses Auto fährt, weiß ich nicht. Also, das Auto ist ganz komisch. Und jetzt muss ich da auch noch den Character-Token einsammeln. Bitte nein. Oh Mann, Alter, das Ding lässt sich nicht vernünftig steuern. Ja, danke schön. Nein! Jetzt muss ich noch irgendwo hin, oder was? Nee, Alter, das ist jetzt aber lächerlich. Okay, die Challenge ist massiv verbuggt. Dann werden wir jetzt einfach mal hier drüben kurz weitermachen. Ich hoffe, da... Ja, fehlt mir dann nicht am Ende irgendwas. Mal schauen. Der im Video hat es bisher auch noch nicht gemacht. Also hoffe ich einfach mal, dass ich es auch nicht machen muss. Ah, hier können wir rüberfliegen für einen Charakter. Und zwei Supersteinis. Alles klar. Das ist ja auch massiv geil. Hier bauen wir ein wunderbares Trampolin. Mit diesem Trampolin, ja gut, wir hätten es gar nicht gebraucht, rein theoretisch, ja. Aber, why not? Gut, hier müssen wir einmal kurz mit dem Feuerwehrmann was löschen. Hallo! Ich muss hier mal ganz kurz Feuer löschen. Solltest du das? Ich weiß es nicht. Das teleportiert uns höchstwahrscheinlich da nach oben. Ja, tut's auch. Und hier müssen wir wieder irgendwas zusammenbauen. Die Frage ist allerdings, was bauen wir hier zusammen?
Oder ist in der... Oh, in der Kiste ist gar nichts drin. Hm, okay. Irgendwie sieht es mir so aus, als würden wir hier gerade einen Parcours falsch rumlaufen. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Egal. Das ist ja alles sowieso ziemlich random, wie man das hier erkundet. Von daher... Ja. Ist ja egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Okay, so kommen wir hier hoch. Das ist schon mal wunderbar. Und hier launchen wir uns erstmal über die halbe Stadt. Okay. Alles klar. Und landen in einem Pool? Wie, wir landen in einem Pool? Okay. Und wo teleportiert uns das jetzt hin? Wenn ich fragen darf. Ach, hier? Was? Okay, das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Egal, egal, egal. Egal. Wir werden mal hier rüber schauen. Denn hier gibt es auch noch was zu gießen. Mal schauen, ob es hier noch was anderes auch gibt. Ah, hier haben wir noch so ein Silo, das wir hier reparieren können. Na, dann schauen wir mal, was das bringt, wenn wir das hier reparieren. Zack, zack. Oh, lol. Das ist ein riesiger Superbau. Ja, moin. Ja, moin. Okay. Und was genau können wir hier bauen? Gleitzeit? Was? Ein riesiger Propeller? Why? Why? Okay, whatever. Ja, schon 170 goldene Steine, das ist ja auch was. Ah, ein Charakter gibt's hier oben. Den Hafenarbeiter, wunderbar. Hoppala. Ja, hier rechts waren wir noch nicht. Und hier gibt's einmal... Oh, lol. Das sieht sehr verdächtig danach aus, dass wir hier wieder so ein super Presslufthammer-Ding jetzt gleich bekommen. Ist es so oder ist es so? Ja, ganz genau so ist es. Ich wusste es doch. Ach, da nach oben müssen wir auch. Okay. Wie viele müssen wir denn dieses Mal destroyen? 26. Wow. Da oben ist eine Katze. Um die kümmern wir uns auch gleich. Alles easy soweit. Okay, hier gibt es einiges zu sammeln. Definitiv. Muss man so sagen. Wunderbar. Bisher kein Problem, ne? Alles easy, alles easy. Zack, zack, zack. Hallo. Ich würde mal ganz kurz hier Pressluft hammern. Zack, zack, zack. Jetzt einmal hier nach oben teleportieren. Und dann war's das auch gleich schon. Yes. Wunderbar. Und damit haben wir den Powerbohrer Nummer 2 abgeschlossen. Und dann können wir hier noch schnell das kleine Kätzchen holen. Hallo, Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Kommen Sie ran. Wunderbar. Na schön. Hier können wir mal ganz fix bei der Tankstelle einbrechen. Why not? Bekommen wir hier jetzt den Tankstellenwärter da drin? Schauen wir. Richard Thomas. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Okay, hier drunter befindet sich noch so ein NASA-Ding. Habe ich auch in dem Video gesehen. So, wie komme ich hier rein? Ah, okay, so. Was passiert jetzt hier? Eine Alien-Verfolgungsjagd? Es ist eine Alien-Verfolgungsjagd. Hallo, 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 hallo. Na? Wieso ist das Ding stehen geblieben? Muss man das verstehen? Okay. Okay, hier schon fast bei der Brücke. Zählt aber, glaube ich, nur nicht zur Brücke. Haben wir auch was? Oh, und dazu brauche ich etwas. Und zwar Dynamit. Dynamit geholt. Von der Polizeistation da in der Nähe. Und damit haben wir eine weitere Silberstatue zerstört. Wunderbar. Okay, relativ lustig. Hier gibt es noch Sachen, die nicht zur Brücke zählen, sondern anscheinend noch zu Auburn.
Und deshalb machen wir das mal schnell. Dazu brauchen wir aber ganz kurz das Südchen. So, wir flattern hier mal eben auf den Kran drauf, wo es, wie ich da oben sehe, einen Superstein für uns gibt. Das ist relativ epic. Warte, dazu brauchen wir aber ganz kurz den Astronauten, damit wir hier hochkommen. Und hier ist sogar noch ein 10.000er, beziehungsweise jetzt 20.000er. Alter, 150.000 Supersteine, das musst du auch erstmal haben. Richtig, richtig geil. Okay, danach drüben auch nochmal. Zack, zack, zack. Wunderbar, schön hier auf dem Kran drauf gelandet. Was gibt's denn hier jetzt, außer ein nerviges Gepiepse? Wir können ein Gebiet erobern. Alles klar, das kann man hier also machen. Alter, auf den Kränen oben drauf. Das ist auch crazy, muss ich sagen. Na, dann können wir ja von unten auch gleich noch einbrechen hier in den Kran. Da gibt es den zweiten Clown inzwischen. Sehr schön. Den Clownräuber Max. Nicht Max ist Life is Strange. Das war der Clownräuber Max. Leute, ja, nicht verwechseln. Und was ist das jetzt? Was? Wie jetzt? Ist das jetzt ein Labyrinth? Hä? Wie jetzt? Hallo? Ach lol, nee, das ist eine Anlehnung an Pac-Man. Das ist eine Anlehnung an Pac-Man. Oh nee, fast geschafft. Echt eine geile Sache. Das würde der Abschleppwagenfahrer auch sagen. An Bord, würde ich sagen. Zack, Second Cody an Bord spielen wir jetzt nach, Leute. Kennt das jemand? Kennt das jemand? Bestimmt. Würde mich stark wundern, wenn es irgendjemand jetzt hier sagen würde, yo, habe ich noch nie was von gehört in meinem Leben. Das wäre schon etwas weird. So, da haben wir Sarah Horner freigeschalten. Alles klar. Ah, das sieht mir sehr verdächtig nach Rufsäule aus. Die können wir uns leisten, nachdem wir so viele Supersteine haben. Kann man mal bauen, würde ich sagen. Nice. Den Kran hier hinten kann man auch hochklettern. Alles klar, dann schauen wir mal, was sich da befindet. Oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ah, da hätte man sich rüberschwingen müssen. Ja gut, ich habe jetzt ein bisschen abgekürzt, aber ist ja auch egal. Alter Falter, was geht hier denn ab? Das ist ja crazy hier. Wunderbar, was erwartet uns hier oben? Hm. Hier einmal hochrennen. Zack, 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 zack. Alles klar. Hier oben haben wir Docs Kranführer. Das ist sehr unspektakulär. Oh, ein Boot. Hier gibt es ein Bootrennen, Leute. Sehr schön. Oh, da haben wir einen Superstein eingesammelt. Oh ja, die sammle ich gerne ein. Oh, warte, da ist noch einer. Voll den Umweg. Wunderbar, da haben wir es auch schon geschafft. Und ich habe auf dem Weg dorthin, auf dem Weg vom Rennen, habe ich auch einiges entdeckt. Und zwar, pass auf, das kann ich euch gleich zeigen, was ich da entdeckt habe. Und zwar diese tollen Sachen. Eins von fünf und ich weiß noch, wo die restlichen vier sind. Hier am Strand, was ist das denn? Achso, sonst kommen wir da nicht hoch, okay. Hier am Strand, wo wir gerade die Supersteine eingesammelt haben, gibt es ja immer was zum Hüpfen. Und damit wir das einfärben können, müssen wir an Land stehen. Wow. Können wir auch von hier? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Doch. Löll. Und damit haben wir 5 von 5 eingefärbt. Die Frage ist, wo erscheint jetzt etwas zum Einsammeln? Ach, direkt hier am Strand. Na, das ist doch schön. Hier am Strand befindet sich noch irgendwas. Da hat gerade was geglüht. Ach so, das, ja, das ist alles, damit wir da drauf können, aber die haben irgendwie nicht bedacht, dass man mit der Fahrwaffe einfach von hier hinten zielen kann. Hello, Whirlpool MacReady. Einmal schön hier 3 Bananen zum Einfärben, bitte. Diese super Fahrwaffe ist einfach nur epic. Ohne Spaß. Die ist echt epic. Wunderbar. Und damit bekommen wir den Bananenverkäufer Joe. Ne, keine Ahnung. Es wäre jetzt lustig, wenn der wirklich so heißen würde. Ne, wir bekommen Samson Crow. Okay. Ah ja, hier können wir ein paar Palmen zusammenbauen. Das habe ich noch übersehen. Na gut, kann man machen.
Ah ja, und hier kann man auch noch was zusammenbauen. Eine kleine Sandburg. Wir beleben den Strand so ein bisschen. Ist das jetzt 2 von 4? Ah, okay, das sind verschiedene Sachen. Nicht nur die Palme, sondern das sind verschiedene Sachen, die hier zusammengebaut werden. Was haben wir hier Schönes? Ah, natürlich, der Sitz vom Rettungsschwimmer. Und Krabbies. Hallo Krabbies. Na, was geht? Was haben wir hier noch? Nochmal eine Palme? Ja, eine Palme, alles klar. Schön, schön. 4 von 4. Und dafür bekommen wir... Das ist jetzt die Frage. Ah, da hinten spawnt was. Und hier können wir noch schnell ein kleines Feuerchen löschen. Zack, zack. Geilo. Grills haben wir auch schon 3 Stück gelöscht. Hier snacken wir uns noch ganz schnell den Superstein und den Charakter. Alter, wir kommen voran, Leute. Das ist nice. Aber hier oben können wir auch nochmal was aufhacken. Und da bekommen wir was? Hä? Wie kommt denn das hier hin? Okay, ich hinterfrage es mal nicht. Alles klärchen. Können wir hier einen wunderbaren Parcours machen? Sieht so aus. Ich glaube, wir bauen hier gerade einen Parcours auf. Alles klar. Ja, ja, soweit so gut. Was gibt es hier für uns? Nein, da will ich noch nicht hin. Genau, hier will ich hin. Ich will hier hin, denn hier gibt's etwas für uns. Okay, was gibt's hier? Nein! Okay. Ein wunderbares Ventilrädchen gibt's hier. Und mit diesem Ventilrädchen werden wir da hinten mal ganz schnell das Gasleck beseitigen. So. Hier oben. Was gibt's denn hier? Ein Superstein. Na, dann laufen wir doch einfach mal hier auf dem Parcours weiter und schauen, wo uns der hinführt. Ich bin so ein Pro. Diese schmalen Plattformen sind echt schwer, dass man sich auf denen koordiniert, muss ich sagen. Und, oh, da oben ist was. Ellie! Ja, Scheck oder so. Kein Plan. Wunderbar. Und hier können wir einmal einbrechen. Ist das ein Fahrzeugdiebstahl? Hello. Alter Mann, irgendwann muss es doch. Nein. Aber hier oben kann man immerhin irgendwas abhören. Okay. Ein Superstein, jawohl. Ja, hier brennt's, habe ich gehört. Ich helfe mal kurz. Ich helfe einfach mal kurz, weil ich so nett bin. Ja, hier ist er, der Fahrzeugdiebstahl. Let's go. So, auch hier mussten wir wieder dahin, wo wir auch letztes Mal hin mussten. Ich hoffe, wir werden wieder zurückteleportiert. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Wird man zurückteleportiert? Nee, ne? Oh, damn. Ich wäre schon gerne zurückteleportiert worden. Oh, lol, da ist ein 10.000er Stein. Nice. Alter, ich werde reich, Freunde. Was passiert denn, wenn ich diesen riesigen Anker sprenge? Was bekomme ich denn Schönes dafür? Einen 10.000er Stein. Leute, ich werde wirklich reich. Ha. So, wenn wir hier einmal hochgehen, können wir diesen Pool befüllen. Ich finde es lustig, dass unsere kleine Wasserspritze so einen fetten Pool befüllen kann, aber okay. Alles klar. Dann können wir nämlich jetzt hier rüber. Und dann hier aufs Dach rauf. Hallo, aufs Dach rauf. Ja, genau so. Ganz genau so und nicht anders. Zack. Dann können wir uns hier mal rüberschwingen. Was das mit dem Jetpack da oben auf sich hat, gucken wir auch noch. 10.000er. Also auf dem Weg da nach drüben sehe ich da unten noch einen 1.000er Stein und da drüben einen Superbau. Okay. Werden wir uns auch noch drum kümmern. Würde ich sagen. Aber davor schauen wir uns erstmal hier die Dächer an. Hier hinten den 1.000er Stein. Oh, da ist ja noch einer. Alter, wenn man hier die Gegend frei erkundet, findet man so viel. Ich dachte, ich habe irgendwie Probleme, Supersteine zu bekommen. Für die ganzen Superbauten, die uns noch fehlen. Nein. 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 Nicht wirklich, nein. Ja, auch hier nochmal. Alles klar. Kann ich auch da nach oben? Wahrscheinlich ja. Hm. So sieht's aus. Wunderbar.
Was geht hier ab, Alter? Ah, da ist Kowalski. Wunderbar. Können wir auch darüber? Waren wir da schon? Nee, ne? Aber jetzt. Gut, dann werden wir hier einmal kurz einbrechen. Zack, zack, zack. Das bringt uns was genau? Einmal das Tor öffnen. Da hört sich so an, als würde es brennen. Hilfe, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Hallo, Hilfe. So. Dann werden wir doch mal kurz diesen Parcours hier machen. Ich weiß nicht, ob es wirklich einer ist. Oder ob er uns nur zu etwas führt. Aber die kleinen Parcours sind ja immer ganz nice. So. Ah ja, es ist ein Superbau hier oben. Was denn für einer? Ein Schornstein in Auburn für 12.000. Alles klar. Was geht hier ab? Das nenne ich mal einen Schornstein. Ja. Mensch. Da oben habe ich auch gerade einen Charakter gesehen. Na, was hat das denn zu bedeuten, Freunde? Dieser Charakter da oben. Mal schauen, was der zu bedeuten hat. Zack. Wir gehen da mal ganz kurz hoch. Ach so. Ja, zu dem Charakter hochzukommen ist eigentlich relativ einfach. Pass auf. Und zwar muss ich dazu eigentlich nur hier mit dem Astronauten, das ist der Astronaut, hier hochschweben. Ja, wunderbar. Dafür bekommen wir den Gefahrengutbeauftragten. Alter, es gibt so viele unnötige Charaktere, wisst ihr das eigentlich? Oh, da unten habe ich was zum Gießen entdeckt. Hui. Das zum Gießen müssen wir uns noch angucken, da unten. Alter. Das Erkunden macht schon wirklich Spaß. Ich weiß nicht, wie es für euch beim Zuschauen ist. Aber mir macht das auf jeden Fall Spaß. So. Hier einmal überall drüber schwingen. Zack, zack. Da drüben sehe ich ein Schweinchen. Für das machen wir das auch alles gerade, ne? Ja. Für dieses Schweinchen machen wir das tatsächlich gerade. Lol. Oh, nee, ein Parcours. Bitte, nein. Ah, nee, jetzt ist es zu einem Parcours geworden. Okay, da kümmern wir uns auch noch drum. Alles klar. Aber jetzt erstmal, hallo, Schweinchen. Dun, 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 dun. Die Kanone ist ja direkt hier. Gibt's ja ein oder zwei Schweine? Ich glaube, im letzten Part gab's zwei, ne? Mal schauen. Und den Parcours könnten wir uns auch eigentlich gleich kümmern. Ja, machen wir, würde ich auch sagen, gleich. Das wievielte Schwein ist denn das? Ich glaube, das vierte? Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich denke, das vierte. So sieht's aus. Einmal gießen. Zack, zack, zack. Und hier... Oh, hier haben wir was zum Einfärben. Was haben wir denn da Schönes? Zack, na komm her. Na komm her. Das gibt's ja nicht. Das Ding will nicht eingefärbt werden, wie es aussieht. Ja, jetzt aber. Eins von drei. Oh, nee. Hier können wir doch mal ganz schnell mit dem Presslufthammer einbrechen. Entschuldige. Entschuldige, entschuldige, aber ich muss da ganz kurz eine Wasserader treffen. Auch immer, wenn Chase da mit seinem Presslufthammer rumhämmert, ist auch immer eine Wasserader, ne? Na, so ein Zufall aber auch. Okay. Oh, da muss ich hoch. Alles klar. Um den Parcours kümmern wir uns noch. Ach, du liebes Bisschen. Der Typ kommt zu spät. Freunde, habt ihr das gehört? Das ist mir ziemlich egal. Zack. Jetzt nach diesem kleinen Parcours muss es ja hier irgendwas geben. Ja. Genau. Hier können wir einmal mit dem Feuerwehrmann einbrechen. Alles easy. Soweit, so gut. Hier können wir uns rausrollen. Oh, da sehe ich was. Da sehe ich was. Hier kurz mal Pflanzen gießen. Jawohl, und während das wächst, machen wir eine kurze Kaffeepause. Oh man, Alter. Kurz eine Kaffeepause machen. So kennt man die Arbeiter. Alles klar. Trink chillig deinen Kaffee, mein Freund. Ist gar kein Thema. Wir haben keinen Stress. So, 2 von 20 Kaffeepausen. Und hier oben haben wir was zum Teleportieren.
Da teleportieren wir uns wahrscheinlich darüber. Ja. So ist es. Und hier müssen wir irgendwas abhören. Warum? Warum ist das so? Ich mag das nicht, wenn ich was abhören muss, weil das meistens zu irgendeiner Verfolgungsjagd wird. Und ich mag diese Verfolgungsjagden nicht. Aber naja. Mann, Sammy, wo warst du denn? Mann. Ich dachte, wir treffen uns auf dem anderen Bahnsteig. Hätte fast eine Gruppe Touristen vollgequatscht, weil ich dachte, ihr seid das. Du Trottel. Egal, jetzt sind ja alle hier und wir können zum Strand. Um dort Sandburgen kaputt zu machen? Aber hallo. Sandburgen kaputt? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Oh man. Schnappen wir die Verbrecherbande, Guys. Los, Leute. Ruinieren wir den Leuten die Ferien. Was sind das für Arschlöcher? Gibt's solche Leute in Real Life auch? Ich weiß es nicht. Strandpolente, schnappt ihn. Die Strandpolente? Das ist jetzt aber abwertend. Du willst also kämpfen. Das ist jetzt aber sehr abwertend. Jetzt gibt's eine Tracht. Freundchen, komm her. Also, die Strandpolente finde ich jetzt schon wirklich abwertend, muss ich sagen. Ja, du bist gleich ein ganz anderes Opfer. Wow, das ging ja gut. Alles klar. Wunderbar, ein paar Gangs verhaftet, so muss das. So, hier oben gab es auch noch was, und zwar bei den Silos. Silos, was laber ich, wir sind hier nicht auf einem Bauernhof. Bei den Schornsteinen kann man sich hier auch nochmal hochschießen lassen. Und dann gibt es hier auch nochmal einen Charakter, und zwar Ivory Cruz. Hier muss mal ganz dringend eingebrochen werden, Freunde. Jawohl. Was haben wir hier Schönes? Wir müssen hier mal hochlaufen. Und da kommen wir aufs Dach. Und es bringt... Ah, da oben. Da oben. Haben wir sonst hier noch was? Nein. Hier können wir einen Hubschrauber-Landeplatz bauen. Das ist nice. Das ist sehr nice. Alles klar. Und hier können wir auch irgendwas spawnen. Oh, lol, wir haben den geilen Dings freigeschalten. Na, was bekommen wir Schönes? Noch ein Alien? Nö. Okay. Kein Alien für mich. Schade. Schade. Aber da oben können wir irgendwelche Personen abhören. Und ich denke mal, das führt uns genau hier hin. Ja, ganz genau so ist es. Na, dann lasst uns doch mal ein paar Personen abhören. Oder nicht abhören, sondern verdächtige Leute suchen. Hallo, du bist verdächtig. Ganz genau so ist es. Hey, hallo. Jetzt haut er einfach ab. Yo. Ich find's gut, dass die mir wieder ein Auto gebracht haben. Dankeschön, Leute. Finde ich jedes Mal wieder super. Junge. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Das ist ja mal ein ganz lustiger Geselle. Alles klar. Kommen Sie ran. Ja, komm. Sei einfach leise. Wunderbar. Und damit haben wir Fahrzeug, die wir verhaftet. Auch nochmal zwei Stück jetzt. Yo, Sprengung, Freunde. Und mit dieser Sprengung können wir den Parcours starten. Oh, warte, davor. Davor gibt es hier noch was zu repairen. Bevor wir den Parcours starten. Ja. Schauen wir mal. Und 20.000er Stein. Jungs, ich werde wirklich reich. So, hier oben, wo das Schwein war, ist auch das Ziel. Wunderbar. Damit haben wir 5 Parcours und wir haben freigeschalten Docks Vorarbeiter. Auch hier habe ich gerade nochmal einen kleinen Superstein entdeckt. Das ist doch auch schon mal was. Und hier unten haben wir den zweiten Korb Äpfel oder Kirschen? Ne, Kirschen sind das, ne? Das sind Kirschen. Alles klar. Und hier, ach, hier ist sogar ein Kirschenbaum. Lol. Hier direkt beim Kirschenbaum haben wir die dritte Kiste. Hallo. Mann, ey. Der, so abschießen kann er sie echt nicht. Die muss man unbedingt anvisieren. So, wo erscheint der Charakter-Token für mich? Oh,
Unten am Hafen, jo, lecko mio. Alles klar, Violette de Birth. Das habe ich komplett übersehen. Hier unten beim Parcours gab es noch einen Charakter. Deborah Graham. So, hier springen wir mal ganz kurz ab, beziehungsweise hier gehen wir nach hinten. So, hier bauen wir das Trampolin. Das ist auch hier beim Parcours, ne? Falls ihr das noch nicht... Toll. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das ist hier direkt beim Parcours. Ja, ich habe auch Kohldampf. Ja, ich habe gefrühstückt, aber ich habe auch Kohldampf. Es geht halt echt schneller. So, wunderbar. Louis Mitchell. Hier ganz weit außerhalb finden wir ein paar Gesteinsformationen, wo man auch schon den wertvollen Stein rauslugen sieht. Wunderbar. 8 von 22 sind es auch immerhin schon, die wir haben. Ach, lol. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier noch nie eine Metro gebaut habe. Weil der Metro-Eingang hier richtig weird ist. Also das hier ist halt wirklich mal ein Metro-Eingang. What the hell? Crazy. Ey, ist ja voll geil. Also, ich habe mich schon gewundert, in Auburn hatte ich nämlich noch keine Station. Wir haben jetzt schon fast alle tatsächlich. In Auburn hatte ich bisher noch keine Station. Und das erklärt es auch, weil die hätte ich auch so nicht gefunden, glaube ich. Ja, die ist schon ein bisschen weird. Gut. Auch diesen Geldautomaten haben wir zerstört. Oh, hallo. So ein Stückchen hier die Straße hoch und dann können wir hier mit Rex Fury etwas aufbrechen. Was es uns bringt, ja, lass es uns mal herausfinden. Oh, es ist, okay, es ist irgendein Fahrzeugdiebstahl. Ha! Das Fahrzeug geht richtig gut, Alter. Das, oh, lol. Das Fahrzeug ist massiv und ist schnell. Und hat Turbo. Lol. Ist voll geil. Ah, da haben wir was für, wie hieß er nochmal? Chan Chuang, ne? Ja, genau. Für den haben wir da gerade was abgeliefert, wie es aussieht. Alles klar, ja, dann lass uns mal wieder zurückgehen nach, nach Auburn, wo wir ja jetzt die U-Bahn-Station haben. Die hatte ich davor halt nie. Rex Riot, Alter, das sieht voll geil aus, das Auto, und es fährt sich auch richtig gut. Okay, Metro. Guys, wir haben's. Wir haben Auburn abgeschlossen. Richtig gut. Ja, Leute, hier Auburn, wir haben alles, ich kann hier nochmal die große Karte auch einblenden. Ja, das ist es und nice. Das war auch ein ziemlich großes Gebiet, hier waren es immerhin so 21 Figuren, hier oben gibt es zum Beispiel nur 14, hier 17. Also dieses Gebiet hier und dieses Gebiet hier, das sind so ziemlich die größten hier, 16, 12, 11, 10, 14, 17, ja. Also, das sind so ziemlich die größten Gebiete gewesen, die wir jetzt hier am Anfang gemacht haben. Also, ich schätze mal, in Zukunft werden die Parts vielleicht wieder etwas kürzer. Aber ich will immer ein Gebiet in einem Part haben. Und, ja, mal schauen, wie es vorangeht. Leute, ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.